Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 3 Let's Plays. Ich bin Rekalin, ihr schaut über Games for You. Heute kommt die Folge etwas später. Musste nämlich über Mittag arbeiten. Vielleicht bin ich deshalb auch nicht ganz mit so viel Elan bei der Sache. Ich gebe aber mein Bestes, auf jeden Fall. Also nicht, dass es gewollt wäre, das nicht mit Elan bei der Sache zu sein. So. Da sind wir ja. Wir sollen heim und uns umziehen, damit wir nicht krank werden. Wohin möchtest du gehen? Wahrscheinlich zum nächsten Onsen. Na komm, Junge, hier. Das wär's ja, wenn unser Gammeltorhüter dann da irgendwie was übernehmen müsste. Ob ich das so gut fände, ich weiß nicht. Ba, ba, ba. Gehen wir mal hier hoch. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Also ist Heim nicht das Wohnheim. Wo ist denn dann zu Hause? Verdammt, ich weiß nicht, wo wir wohnen. Ich weiß nicht, wo wir wohnen. Oh, verdammt. Im Wohngebiet. Wir wohnen bestimmt im Wohngebiet, Leute. Passt auf. Ich hab's doch gewusst. Wo wohnt man sonst, wenn nicht im Wohngebiet? Oh nein! Wir werden angegriffen von Fußballenthusiasten. Der Upright, den finde ich eigentlich ganz gut. Die anderen mit ihren komischen, naja, sage ich nichts dazu, die finde ich nicht so gut. So. Los jetzt. Wupp. So. Und rinde mit. Jetzt mach hier mal und einen Schuss und überhaupt kannst du auch ballern. Ein Kombischuss. Hola. Nee, mit Hops. Hab ich den schon mal gemacht? Ich glaube, ich habe den schon mal gemacht. Oh, das ist ja voll gut. Baller den Nein, Mann. Jawohl. Drin ist er. Da. Da. So. Wallside ist ja irgendwo ein bisschen mein Liebling. Ich mag das, dass er so voller groß ist und alles. Und dann doch irgendwie teilweise die richtigen Heususe. Oh, hola. Was ist denn da? Da. Wie geht's denn? Nein, da, nein. Okay, so. Pup. Nee, als hätten sie die Kiste bewacht. Das glaubt einem doch keiner. Schon wieder der. Starten. Wupp, wupp. Und ab ins Tor. Machen den mal ganz stark in den Winkel. Na komm, Junge, komm. Ha, durch die Beine und überhaupt nicht dahin, wo ich hingezielt habe. Aber Tor ist Tor. So muss es sein. Gewonnen. Milch. Und da will einer zu uns. Joenalist. Film- und Fotofanatik hat immer eine kleine Digitalkamera dabei. Ist ein Torhüter. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber wenn er mitkommen will, soll er halt mitkommen. Schaden kann er wahrscheinlich nicht. Toll, Mann. Wir sind aber auch die einzigen Verrückten, die durch die Stadt laufen, irgendwelche Kisten aufmachen und alte Milch mitnehmen. Unglaublich. Unglaublich, sage ich dazu nur. Hallo, Hund. Wuff, wuff. Du willst doch nicht etwa den ganzen Tag hier verbringen, oder? Mann, ich bin erst angekommen. Warte, halt, Moment. Dann geh einfach aus diesem Bereich heraus und wähle aus, wo du als nächstes hingehen willst. Ganz einfach. Ach du Scheiße, wir können mit Tieren reden. Das ist ja ein ganz neuer Aspekt. So, hier müssen wir uns umziehen. Da reden wir mal mit der Mutter an. Marc, was ist denn in dich gefahren? Sieh dich nur an. Du bist ja komplett durchnässt. Ab in die Badewanne mit dir. Ja, Mama, kannst du währenddessen meine Kleidung in die Wäsche tun und mir einen sauberen Trainingsanzug bringen? Danke. Boah, Mitbewohner macht hier wieder Krach ohne Ende. Opa, wir stehen im Entscheidungsspiel der Asienqualifikation. Wie findest du das? Genial, oder? Aber der Trainer sagt, dass wir in unserer momentanen Verfassung die Endrunde nicht erreichen werden.
Also dachte ich, es würde uns helfen, wenn ich eine neue Technik lerne. Wie siehst denn du das? Es wird doch funktionieren, oder? Mark, komm doch mal für einen Moment her. Dieser Brief ist für dich. Es steht kein Absender drauf, aber sag deiner Mutter nichts davon, ja? Sieht aus, als wäre... Was denn? Na komm jetzt hier. Das kann doch nicht... Das ist doch... Diese Handschrift. Es ist dieselbe wie im Opas Notizbuch. Nein, oder? Ist der Brief wirklich von ihm? Meine Güte, Opa. Bist du wirklich am Leben? Nein. Das kann nicht sein, oder? Wenn du am Leben wärst, dann hättest du dich sicher gemeldet. Wie verrückt, ey. Bekommen wir Briefe vom Opa. Opa, ich muss weg. Bis später. Immer am Durchdrehen, der Kleine. Mein Opa. Wenn du die Schüssel runterfeuerst, Katze, gibt's Ärger, sag ich dir. Was machst du da, Marc? Steh da nicht so nutzlos rum. Dein Team erwartet dich zum Abendessen im Wohnheim. Was? Oh ja, alles klar, bis später. Ja, damit's klar, wo wir hin müssen. Hol dir Essen in der Wohnheimkantine. Lecker Schmecker. Gibt's keine Abwehrkette, sondern Würstchenkette. Wie weiß der, war schlecht. Crochet oder Crochet oder wie auch immer. Ich sag Crochet, ihr müsst damit leben. So, hopp. Und auch dieses Mal wird es wieder klappen, aber diesmal mit einer Dreierstärke. Jawohl, einfach mal durch. Keine Chance, das Tor ist unser. Gewonnen. Und eine Milch gab es auch noch. Perfekt. Gehen wir raus. Wohin möchtest du gehen? Ab ins Wohnheim. Mal gucken, was da Leckeres zu essen gibt. Kantine, da müssen wir wahrscheinlich hier oben dann hin. Wo warst du denn? Alle anderen haben schon gegessen. Ich nehme an, du möchtest dein Abendessen jetzt. Stimmt? Ja, ich habe auch wirklich Hunger. Das wäre eine gute Idee. In Ordnung, ich bereite es nur schnell zu. Warte hier, ich hätte nicht gedacht, dass die das kocht. Am nächsten Tag ging das Training so richtig los. Ui, wieder verloren. Die trainieren nur Schießen, wie geil ist das denn? Passen und Schießen, mehr gibt's nicht. Wow, ja, der Tiger! Feuersturm! Das hat wohl nicht geklappt. Ha, sie versuchen Jadetiger und Feuersturm zu kombinieren? Hm? Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber um das auf die Beine zu stellen, müssen beide Techniken perfekt aufeinander abgestimmt werden. Bedauerlicherweise... Puh, schon wieder vergeigt. Aber wir sind schon nah dran. Glaubst du nicht auch? Nein, das glaube ich nicht. Was? Dein Jadetiger ist viel zu langsam. Ich kann den Ball nicht mit Höchstgeschwindigkeit treffen, wenn er so angekullert kommt. Da sagt er nichts mehr. Also muss er seinen Jadetiger quasi noch beschleunigen. Ich habe noch nie gesehen, dass Axel so mit jemandem spricht. In letzter Zeit scheint er etwas durcheinander zu sein und seine Konzentration lässt auch zu wünschen übrig. Was ist denn bei dem schon wieder los? Du hast recht. Er steckt zwar voller Energie, aber seine Gedanken sind irgendwo anders.
musst du gerade sagen, Mark? Ich habe dich noch nie so abgelenkt gesehen. Ist irgendetwas geschehen? Also weißt du... Was? Ein Brief von David Evans? Dem David Evans? Seht mal, es ist dieselbe Handschrift wie in seinen alten Notizbüchern. Was steht da? Ich sehe dich dort, wo die Besten der Besten aufeinandertreffen. Ob er damit die FFI-Endrunde meint? Es hört sich an, als wäre er irgendwie in einer anderen Mannschaft involviert. Es fällt mir schwer, das anzusprechen, aber ist dein Opa nicht schon vor Jahren von uns gegangen? Wie soll er also... Das ist doch ganz sicher ein Trick. Einer unserer Gegner versucht offensichtlich Verwirrung in unseren Reihen zu stiften. Klingt ein bisschen logisch, muss ich sagen. Mark, geht es dir gut? Ein Brief von Marks Opa. Die weiß was, glaube ich. Mark, diese Handschrift. Ich habe sie irgendwo schon mal gesehen. Was hast du gesagt, Cammy? Hey, ist alles in Ordnung mit dir? Du bist ja kreidebleich. Da sagt sie nichts mehr. Ich denke, wir sind alle nur ein bisschen müde. Mark, machen wir eine Pause, ja? Alles klar, Mark. Am besten gehen wir zu Trainer Hillmann und zeigen ihm den Brief. Das ist eine gute Idee, Sharp. Er wird bestimmt wissen, was zu tun ist. Hey, Cammy, wir müssen nur schnell etwas erledigen. Inzwischen solltest du dich ein wenig ausruhen. David Evans? Warum wird mir nur so unbehaglich, wenn ich an diesen Namen denke? Was geht denn da ab? Nicht, dass das der andere Trainer war, der ihren Vater erpresst hat oder sowas. Was kann ich mir nicht vorstellen? Oder was meint ihr? Ich weiß es nicht. Zeig Hillman in der Reihe-Reihe-Nudelbar den Brief. Wie viele Minuten haben wir? Das machen wir noch, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das ist jetzt gerade so spannend. Das will ich selber wissen. Da gehen wir mal gucken. Das müsste ja hier im Einkaufsviertel sein, die Reihe-Reihe-Nudelbar. Genau. Mann, was geht denn da nur ab, frage ich mich. Ich habe immer gedacht, er wäre tot. Mann. Besser als jede Seifenoper hier. Mit dem Opa, die Seifenoper. Der Pentassen, den finde ich ganz gut. Den hätte ich vielleicht ganz gerne in der Mannschaft, unabhängig jetzt von. Platzierung. Was können wir da machen? Machen wir Illusionsball. Ja, was sollen die auch gegen den Nationalspieler machen hier? Gar nichts können sie da machen. Schießen. Volle Kraft. Voraus. Und. Tor! Da ist er drin. Wie gefällt euch das? Super gemacht, Sharp. Ja, das ist auch unsere leichteste Übung. Ian Blick oder Ian Blick, nee, Ian Big, so rum, hat ein gutes Gespür für Poesie und schon selbst einen kleinen Band veröffentlicht. Es tut mir leid, Leute, aber den will ich nicht haben. Der ist mir zu... Nee, mag ich nicht. Ja, will ich nicht. Nee. Unabhängig, der könnte auch super Werte haben, ist mir scheißegal. Wenn einer selbst einen kleinen Band veröffentlicht, dann ist es respektabel, aber keinesfalls was für meine Fußballmannschaft. So, da ist er, der Hillman. Trainer Hillman, können Sie mal einen Blick auf diesen Brief werfen? Unmöglich! Diese Handschrift! Ich hatte eigentlich nicht vor, dir davon zu erzählen, aber... Was? Nun spannen Sie mich doch nicht so auf die Folter. Ist mein Opa am Leben? Sagen Sie schon. Es ist nur ein Gerücht. Doch es hieß, dass jemand mit einer verblüffenden Ähnlichkeit zu David gesichtet wurde. Ernsthaft? Und was genau bedeutet das? Wir werden uns gedulden müssen. Es gibt wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wie das Entscheidungsspiel. Und jetzt klingelt zufälligerweise das Handy gerade. Hallo? Oh, hallo Silvia. Mark und die Jungs? Ja, die sind bei mir.
gleich der Nächste, oder was? Kannst du das nochmal wiederholen? Ach du meine Güte, in Ordnung, ich werde es ihm ausrichten. Tschüss! Mark, Silvia und die anderen mussten Camelia in die Klinik bringen. Sie müssen wohl erstmal zur Sicherheit eine Reihe von Tests an ihr durchführen. Vorerst muss sie ein Weilchen dort bleiben. Was? Geht es Cammy gut? Wir müssen schnell dorthin und nach ihr sehen. Du kannst jetzt zur Klinik gehen. Alter, was geht da ab? Was ist denn da los? Opa, bist du wirklich irgendwo da draußen und wachst über mich? Wenn ja, dann musst du auf mich warten. Wir werden uns qualifizieren und es zur Endrunde schaffen. Dort sehen wir uns. Versprochen. Was geht denn hier ab? Kann mir das einer erklären? Besuch Camelia in der Klinik. Alles klar, das machen wir, aber nicht mehr in dieser Folge, in der nächsten Folge. Ein bisschen Suspense und Spannung müssen wir uns ja auch noch aufbewahren. Meine Fresse, das wird lustig, sage ich euch. Bin mal gespannt. Das hat auch wieder irgendwas mit Opa zu tun. Keine Ahnung. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.